Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Gut, so. Also, erstmal wieder die übliche morgendliche Begrüßung. Hallo Schatz. Ich habe gehört, dass bald wieder das Haustierrennen ansteht. Ja, ich weiß, du hast es gehört, super. Hier bitte ein Geschenk für dich. Ja, du findest das super süß. Und wir haben immer noch die Reiten. Oh, das dauert so lange. Flitzinchen noch mal ganz kurz hier, ne? Also Flitzinchen, hoffentlich machst du das alles richtig. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal als allererstes zu einem besonderen Ort. Nämlich den Blütenwindgarten. Wie immer, Blütenwindgarten, Sonnengarten und Rauhreifgarten. So. Hä? Ist noch gar nicht fertig, also. Man sieht das Leuchten echt sehr schwer. Kommt, müsst ihr ehrlich sagen. Ah, die Sachen wachsen, wachsen und wachsen. Das ist gut. Das ist jetzt auch fertig. Das ist jetzt fertig. Und es sind auch gleich die Zwiebeln fertig. Erstmal die Gürkchen und dann die Zwiebelchen. Gut. So, dann rüber, rüber, rüber. Rüber und rüber. Es wird, es wird, es wird, es wird. Also, wir kriegen immer mehr einen Kreislauf hin. Wir können immer Sonnengarten. Ja, hier dauert es noch ein bisschen, bis wir da was bekommen, aber... Auch hier wird es langsam. Kartoffelsamen. Ach, warte mal, war davon irgendwas für den Sommer? Winter. Nee, hier ist nichts für den Sommer. Bringen wir erstmal die Kartoffeln weg. Dann wieder weiter zum Rauhreifgarten. Und auch hier sind die ersten Sachen wieder fertig. Ach, das ist so schön. Oh, und hier können wir auch schon die ersten Sachen ernten. Na, wenn das keine Zufälle sind, dann weiß ich es auch nicht. Oh, guck mal, was wir dann schon wieder anpflanzen könnten. Die Kohlsamen oder die Lauchsamen. Müsste ich nur wissen, was wo drin war. Egal. Erstmal hier alles einsammeln. Man weiß ja nie, ne? So. Schade, dass es keine besonderen Möhren gibt oder sowas. So eine goldene Möhre oder so. Aber scheinbar auch nicht geplant. Das wären halt so Sachen, die hätten sie nachträglich noch einfügen können per Patch. Aber, ja, ja, ne? Muss ja nicht, ist ja kein Zwang. So, also ich könnte jetzt Lauch nehmen. Oder Kohl. Und ich würde sagen, ich nehme den Kohl. Einfach, weil ich jetzt Bock habe, Kohl zu pflanzen. So. Und dann haben wir den Kohl auch gepflanzt. Das will den Kohl jetzt nicht so fett machen, ne? So, Möhren. Ich muss wieder Möhren zur Verarbeitung geben. Das ist schon mal Fakt. Warte mal, wie viele Möhren habe ich denn noch? Ich habe 4 Stück. Das heißt also, 10 Stück muss ich mindestens reingeben. So. Ist etwas. Etwas, ne? Zurück zum Hof. So, dann die Möhrchen haben wir. Oh, da sind auch schon die goldenen Erdbeeren wieder soweit. Und die Kirschen sind auch soweit. Also ich würde sagen, es läuft, Leute, es läuft. Und der Knoblauch ist auch schon fertig. So. Also das heißt, wir brauchen schon mal 8 von irgendeiner Sorte.
was im Sommer wachsen kann, wie auch im Frühling. Okay, nein, wir brauchen nicht 8, wir brauchen 16 Samen für 2 Jahreszeiten. Nein, wir brauchen 24 Samen. Okay. Ne, Champignons sind noch nicht fertig. Aber ich könnte jetzt hier nochmal Champignons reinmachen. Es wäre jetzt natürlich toll, wenn es so irgendwelche besonderen Champignons wären, dass ich da ein bisschen mehr herstellen könnte. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, wir haben hier einmal bepflanzen. Danke. Hier auffüllen. Dann ist das auch schon mal weg. So. Ja, mehr Pilze habe ich jetzt leider nicht. Was hatte ich jetzt gesagt? Wir brauchen 24 Samen. Genau. 24. Ich kann auch kurz die Hühnchen rauslassen. Sind dann komplett fertig. Okay. Okay. Ja, ja. Hm. Bin ich voll dabei. So, erstmal muss ich gucken. Das kann schon mal weg. Die Champignons können definitiv weg. Das ist schon mal echt ein Segen. Wow. Kirschen können weg. Die normalen Erdbeeren können weg. Hier muss ich jetzt gucken und den Knoblauch auch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es dann doch so gut läuft. Aber gut, wenn es gut läuft, ist ja eigentlich gut, ne? Also so ist es jetzt nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie beschweren möchte. Ganz im Gegenteil, es freut mich. Jetzt müssen wir halt nur nach Rezepten gucken, die in... Oder nach Samen gucken, die in beiden Jahreszeiten etwas bringen. So, Erdbeeren. Habe ich zurzeit keinen in irgendeinem Fertiger. Das heißt, dann behalte ich die mal. Knoblauch, habe ich hier irgendwo welche im Fertiger? Ja, wie viel habe ich da drin? Da kommen noch 4 Stück raus und ich habe 16. 24 kriege ich damit voll. Gut, das heißt, das kann also schon mal da bleiben. So. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich brauche Sommersachen. Wie sieht's aus mit dem Bohnensamen und mit den Frühling und Sommer? Wunderbar. Dann würde ich sagen, nehmen wir zwölf Tage nach der Aussaat köstliche, stämmige kleine Bohnen. Dann nehme ich die Bohnen. Die Bohnen? Ach, davon weg. 16 davon weg. Ich glaube, so könnte das funktionieren, ja. So, davon haben wir jetzt schon mal 8. Das ist gut. Ich glaube, da haben wir den sogar fertig von den vervollständigungstechnischen Sachen her. Zurück zum Hof. Habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet, waren die eigentlich komplett fertig? Ne, die verarbeiten noch. Okay. So, das heißt, der Knoblauch kann da auch rein. Das ist eine schöne Summe, die ich da wieder bekomme. Das finde ich doch gut. So, dann wollte ich jetzt hier die Teeblätter pflanzen. Und auf den anderen Feldern. Oh, schön, die Hühner freuen sich. Auf den anderen Feldern
die Bohnen. Machen wir jetzt hier mal die Tierchen raus. Kommt raus, ihr kleinen Racker und ihr großen und... Ach, der Capro kommt gleich als erstes erstmal raus, ne? Ist ja klar. So, seid ihr alle? Gut. Jetzt sind sie alle draußen. So. Ach so. Ja, danke, ihr lieben Tiere. Lasst mich ja nicht durch. Nein. Natürlich sammle ich die Auster ein. Na Dorian, du bekommst deine Streicheleinheiten. Und vielleicht wirst du auch irgendwann mal im Golf gewinnen, ne? So. Michi streicheln wir auch noch. So, das ist dann auch erledigt. Sammeln wir auch ein. 4 Sterne. Ja, machen wir das so. Ziegenmilch, das ist Kuh. Das ist Ziegenmilch. Gibt auch Butter, also von dem her. So, und da haben wir 6 Joghurt. Und Champignons haben wir jetzt schon 10er. Das ist schön. So, dann die Champignons mache ich jetzt erstmal hier rein. Wobei, nee, macht ja gar keinen Sinn, ne? Macht ja gar keinen Sinn. Erstmal die mit... Nein, ich wollte ihn mitnehmen. Bin doch so dumm, oder? Ich wollte die Einrichtung abbauen. Oh. Wenn ich die jetzt abbaue, sind meine Samen weg. Wetten? Hm, damit verbundene Gegenstände gehen verloren. Also, nein, möchte ich nicht abbauen. So, was habe ich noch in meiner Tasche? Sachen, die ich wegbringen kann. Wir haben verschiedenste Wollarten. Wir haben die verschiedensten Steinsorten. Wir haben noch ein bisschen... Oh, hallo Eichhörnchen. Ja, Blütenwindgarten, danke. Wir haben noch Gürkchen. Wir haben hier noch Gürkchen, die habe ich noch gar nicht weggeräumt. So. Ich glaube, damit habe ich dann alles jetzt irgendwie weggebracht. So. Okay, damit ist meine Tasche schon mal wieder sehr leer. Steinchen. Oh. Ich glaube, ich kann demnächst mal wieder nach unten gehen, denn, ich glaube, ich habe bald keine Steinchen mehr. Das heißt... 6. 5. 6. Ja. Wollstrickgarn, 10-mal. Auch wieder 2222. Gold. Dann kann ich Holz in die Verarbeitung geben. Bis ich wieder Illusionsholz bekomme, das dauert. Deswegen nehme ich jetzt da das liebe nette, ich glaube, robuste Holz ist es. Und werde das jetzt einmal hier durch alle Verarbeiter jagen. Damit ich auch da sagen kann, davon habe ich genügend.
Zack. Zack. Und schon sind wir durch. So, was ich jetzt noch machen könnte, wäre mal gucken, wie lange brauche ich jetzt, um so eine Pfütze auszuheben. Das geht eigentlich relativ schnell, finde ich. Ja, das geht. Ja, ja. Kann ich mitleben. Von der Geschwindigkeit her. Frage ich mir jetzt stelle, ist hier noch irgendwo so eine Pfütze oder nicht? Auch interessant, wie sich das hier so nach und nach aufbaut, wenn man das sieht. Ich glaube, das hängt mit dem Patch zusammen, dass sie es so gemacht haben, damit es nicht ganz so doll leckt. Platz habe ich noch. Ich habe noch Platz. Aber hier dauert es trotzdem länger, fällt mir auf. Das ist krass, dass es hier dann doch so viel länger dauert. Hier sind noch einige Sachen, die ich hier... Aber gut, hat Rainer was zu tun, ne? Kann ich den... Ich kann da wirklich was bewirken und kann ihn mit selber leer machen. Wow. Es ist minimal, was es sich bewegt, aber man könnte sich wirklich dahinstellen und sagen, so, die Pfütze mache ich jetzt leer. Wie er insgesamt da rankommt, das interessiert mich nicht. Aber es ist möglich. Und bei dem Tempo ist es natürlich auch total realistisch, ne, wie er das da rausholt. Aber gut, von Realismus wollen wir bei Spielen eigentlich seltener sprechen. Wir sprechen hier lieber von dem Spielspaß, den wir haben. Und der ist zurzeit immer noch doch relativ hoch bei mir. So, dann schauen wir mal, was jetzt hier Rainer zu unseren ganzen Funden sagt. Unseren Fundstücken. So, dann lassen wir mal begutachten. Dass sie das immer noch nicht reingepatcht haben. Einfach alles identifizieren und dann mir eine Liste geben. Punkt, Ende, aus. Aber das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Bisher noch nichts doppelt. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Doch, jetzt hat man doch was doppelt. Den flexiblen Stoff. Und scheinbar davor auch. Habe jetzt aber gerade so in der Schnelle nicht gesehen. Egal, wir identifizieren alles. Drei Sachen noch. Hui. Das Gute ist, in der ganzen Zeit geht nicht eine Minute so wirklich verloren. Weil dann die Zeit stehen bleibt. Also sie identifiziert das binnen von Sekunden. Hallo. Schatz spenden? Kann ich irgendwas spenden? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Warum?
Dürfen wir spenden? Haben wir noch irgendwelche Aufgaben bekommen? Du mich auch. Ich hab's so gerade verkauft. Halt, aber wir hatten noch ein paar Titel bekommen. Pilzprofessor. Das ist schön. Okay, wir haben ein paar nette Pilze bekommen zum Pflanzen. Das ist schön. 10er Pilze, immer her damit. Weil daraus wird Geld. So, verkaufen. Ja, damit kann ich definitiv leben. Also. Jeden Tag 40.000. Und ich bin am Start. Bin ich voll und ganz mit zufrieden. So. Und die Pilze. Ich weiß gar nicht, für wann waren die. Ich glaube, Herbst war das. Ich glaube, das sind hier alles Herbstsachen. Deswegen bringt mich das jetzt noch nicht weiter. Gucke ich dann im Sommer. Also spätestens in 2 Tagen. Machen wir es so. Rest packen wir hier hin. Gut. Ja, Leute, dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit der Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage dann bis zum nächsten Mal und ja, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.